Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen World of Tanks. Also heute spiele ich nicht selber, sondern der Kumpel vom Jonas spielt. Also ich habe hier ein Replay bekommen von Jonas, sollte ja mittlerweile allen ein Begriff sein. Und ich habe ein Replay bekommen von Fetti Bam Bam. Kann man so sehen. Das Problem ist, es führt immer zu Assoziationen, wie sich diese Typen dann im echten Leben so ansehen lassen. Aber ja, auf jeden Fall, die ganze Truppe Evil Link ist, glaube ich, auch noch dabei. Ja, also alle Typen, die man hier so immer wieder treffen kann, die spielen zusammen im Cruiser 2. Das ist eine Stufe 3 Panzer im britischen Baum. Und den habe ich, glaube ich, nicht, aber der hat eine Dörp. So, Moment, da müssen wir nachschauen. Also, wenn ich den Flug schon sehe, ja, der hat eine 94 mm Dörp-Kanone mit 370 Schaden, 47 Durchschlag und 110 Durchschlag mit Heat. Okay, und die sind hier auf Live Oaks. Mal schauen. Wieder so ein Replay, was ich mir tatsächlich nicht angeschaut habe. Also was wir jetzt einfach live zusammen gucken, weil ehrlich gesagt, ich finde das immer schöner, wenn ich das so ein bisschen auch mit ein bisschen Überraschung mir anschauen kann. Dann habe ich auch was davon und ja, bei meinen 10 Abos hier auf dem Kanal, denke ich, kann ich mir das erlauben, auch selber noch was davon zu haben, hier die Videos zu machen. Okay, Fetti Bam Bam, mein Freund, los geht's. Fetti Bam Bam fährt hier erstmal in die Stadt. Das ist übrigens ein Vierer-Gefecht. Also es hat ein paar Vierer und ein Großteil 3. Oh, T28. Schade. Keiner nimmt so schön HE wie der T28. Der beste Freund des Hetzers. Da ist noch einer. Na klar. Nee, das ist ein T29. Okay. Beide vorbeigefahren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Viel spannender ist, dass sie den nicht gesehen haben hier. Okay. Das ist das, was Dörp-Kanonen halt so machen. Ja, leider direkt bei den ersten Schüssen, die man so gefressen hat, den Fahrer verloren. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja gut, aber das waren die ersten 240 Schaden. Das war der erste One-Hit. Oh, und ein Marder. Marder! Noch ein Marder! Ah, ein Massaker. Ah, ja, komm raus und dann bist du tot. Putz. Ah. Das ist also, das ist jetzt schon fast Tierquälerei, wenn man sich das hier anguckt. Ach, Herr Jemine. So, jetzt nachladen. Die Nachladezeit ist ganz schön hoch, so, wenn ich mir das angucke. Jawohl, und den T28, ja, den würde ich auch mitnehmen. Auf jeden Fall war das Kill Nummer 3. Ja, warum soll ich der einzig dreckige Siegklapper sein? Da ist ein Medium 3. Guck mal, der ignoriert den auch. Das ist total krank. Na klar. Ist das bescheuert. Ja, das war Kill Nummer 4. Auf jeden Fall läuft. Läuft auf jeden Fall. Da ist der Marder. Oh nein. Ja, das ist jeder Schuss ein Treffer, würde ich behaupten. Eieieiei. Ja, und da sind schon 5 weggeplatzt. Das ist halt einfach auf diesen niedrigen Stufen tatsächlich auch. Ich fühle mich dann immer so ein bisschen dreckig, aber man macht es ja trotzdem total gerne. Ich kann das gut verstehen. Das ist sehr, sehr in Ordnung. So, jetzt ist natürlich hier in der Stadt, glaube ich, nichts mehr los. Sprach's und da kam ein japanischer, naja, nennen wir es nicht Heavy, ein japanisches Langsamfahrgerät um die Ecke. Und naja, ich denke, der wird die HE auch gut nehmen. Wie gesagt, der hat eine gute Kanone. Das ist das Einzige. Oh, und im Chat geht der Flame ab. Sehr schön. Ja, also Fetti Bam Bam ist jetzt bei 738 Schaden. Und 5 Kills. Das ist grundsätzlich grandios. Naja, das Problem ist, dass da drüben die Flanke nicht so richtig gut aussieht. Da ist ein 1C auf jeden Fall. Der könnte durchaus den B1 rausnehmen und dann sieht es Richtung Cap durchaus schwierig aus. Mal schauen. Ja, der AMX40 wird fachmännisch vom Team zurechtgestutzt. Ja, der 1C hat sich auch vom B1 rösten lassen. Insofern, da besteht auch keine Gefahr. Ja, ich denke, die Nummer ist durch. Und da ist ein Medium M2. Ich kenne mich bei diesen ganzen kleinen Mini-Panzern gar nicht mehr so richtig aus. Das Einzige, was ich weiß, ist, platzt oder platzt nicht. Alter. Naja.
Nach dem Gefecht musste echt die Hände waschen, Fetti Bam Bam. Aber coole Runde, kann man nichts sagen. Ja, auf jeden Fall 13-7. Das ist schon. Das ist schon so Hetzer-Feeling hier gerade. Ja, jetzt geht es knapp in den vierstelligen Bereich schon, was die Schadenszahlen angeht. Steht 13-7. Also ich denke, hier sollte jetzt nichts mehr schief gehen. 6 Kills wären natürlich, 8 Kills wären natürlich. Oh, T40, T40, der hat auch eine Derp, der hat auch eine Derp. Jonas, du bist ein Drecksack. T40 kann man nicht. Oh. Und Evil Link zerstört Jonas? Wieso das denn? Da gab es wahrscheinlich clan-interne Streitigkeiten, würde ich behaupten. Was ist denn da schiefgegangen? Wahrscheinlich der Frust über den T40-Kill, den geklauten. Also lieber Evil Link, das macht man doch nicht. Nicht die eigenen Leute umschießen. Ja, ansonsten ist das. Das Panzerchen hat außer der Kanone aber tatsächlich echt gar nichts zu bieten, oder? Es ist wirklich nur die Kanone, die den Spaß ausmacht. Ansonsten ist es relativ lahm. Panzerung ist keine dran. Es scheint tatsächlich. Und da ist der noch der PZB2. Ich sprach, es ist keine Panzerung dran. Das ist der Moment, wo der erste Bounce eintrifft. Aber auf dem Level halt solche Kellen raushauen zu können. Ja, so ein Panzer B2 muss auch Gold schießen, unbedingt. Jetzt hat Evil Link noch die verdiente Rache bekommen. Na komm. Fetti Bam Bam, 1300 Schaden sind machbar. Los. Ja gut, aber der nächste Treffer nimmt halt Fetti Bam Bam auch raus aus dem Spiel. Oh, jetzt sind keine. Na, komm, den nimmt er noch mit. Jawoll, nochmal 10 Schaden und Kill Nummer 7. Das war einfach witzig und ekelerregend gleichzeitig. Das finde ich schon krass. Aber wir gucken uns auch hier nochmal schnell die Auswertung an. Tja, und so sehen Auswertungen von elendigen, dreckigen Zielklappern aus. Nein, nicht elendig, dreckige Zielklapper auf jeden Fall. Ja, ich weiß, wie man sich fühlt. Das geht mir im Hetzer ja auch so. Das war das Panzerass. Das waren ein paar kleine Medaillen. Das war die Orlix-Medaille, weil ja natürlich zwei Panzer zerstört wurden. In einem leichten Panzer und die eine Stufe größer waren. Ja, gut. Weiß nicht, ob man das Ding hier einen leichten Panzer nennen will, aber na gut, passt hin. Großkaliber, Top Gun, das ist soweit sehr in Ordnung. Guck mal hier. 1000 Schaden ist immer ein Zeichen in den niedrigen Stufen für das Gefecht ist nicht schlecht gelaufen. Wenn man dazu noch in die Inkompetenz. Oh, die Inkompetenz, guck mal hier. Sag mal, Evil Link, jetzt mal ohne Mist. Du hast ja hier auf meinem Kanal durchaus auch schon eine Rolle gespielt. Also, Evil Link hat genau einmal einen Schuss abgegeben. Ne, er hat 6-mal geschossen. Er hat aber nur einmal getroffen und das war Jonas. Also hier unten in der Ecke der Scham ist auch mein Freund Eveling versteckt. Ja, Jonas hat 878 Schaden gemacht, 2 Kills. Und ja, Fetti Bam Bam hat es einfach mal wieder ein bisschen übertrieben. 1, 2, 3, 6 und 7 Kills. 1054 Base Experience auf Stufe 3 finde ich schon ganz schön krass. Und das alles, das ist so ein typisches Hetzer-Ergebnis. Das Ganze mit 11 Schüssen, 9 Treffern. Da kommt man spontan auf 1236. Also ich glaube, dieses Panzerlein muss ich mir echt nochmal angucken. Ja, die Briten haben auf den kleinen Stufen tatsächlich so relativ viele lustige Sachen. Da gibt es ja auch noch diesen Cruiser mit dem Autoloader, der ist durchaus auch ganz fetzig. Den habe ich selber. Das Ding muss ich mir nochmal angucken. Ich für meinen Teil sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, Fetti Bam Bam, für dieses Replay. Du gehst dir jetzt die Hände waschen, aber ansonsten großartig gespielt. Ja, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.